Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Stardew Valley. Okay. Der Pollen morgen. Vielleicht verstört, naja. So, wir fangen erstmal an mit der ganz normalen Hausarbeit. Gehst du da weg? Hat sich einer geklaut, die doofe Tusse. Oh, habe ich das nicht gegossen, das eine? Naja, was soll's. So, eins. Katze! So, ich muss ein bisschen ranhalten, weil heute sind ja die. Also, heute ist ja das Eierfest. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Nein. So. Kartoffeln. So, die werde ich jetzt auch mal aufbewahren. Ich werde jetzt nicht immer alles wegschmeißen. Ein Barren aus purem Kopf. So, um 10 geht das, um 9 geht das ja, glaube ich, erst los. 5 Erze für einen so einen doofen Barren, ne? Warte mal, wie viele, einer und einer, okay. Brauche ich erstmal nicht. Ich nehme mein Schwert mit. So. Eigentlich würde ich ganz gerne noch was einkaufen. Aber dann ja, so ist es dann immer halt. Na, mal überlegen. Ja, ein paar Minuten habe ich noch. Mir geht es noch recht gut. Den Baum mache ich erstmal nicht weg. So, aber den hier, der muss einmal dran glauben. Ich brauche nämlich ein bisschen Holz. So, dann mache ich mich schon auf den Weg. Katzi hat ja was gekriegt. Noch mal einmal. Ui! Unsere Rennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen Goldenmais. So, könnte ich mir kaufen. Aber wozu? Von denen werde ich mir ganz, ganz viele kaufen. Für nächstes Jahr. Das hört gleich mehr auf. 20 Stück sollten reichen. Keiner redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Was? Da steht doch ganz genug und viel drauf. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Abby liebt die Eier so schon von klein auf. Selbst mit meinen Beinproblemen verpasse ich so ein Städtfest nie. Gut. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wo man vielleicht mit allen mal einmal sprechen kann. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier?
Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Dieses Fest ist ganz nett. Aber was mich wirklich freut, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Warum? Ich brauche das Protein für meine Beine. Okay. Frage beantwortet. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Das glaube ich. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Oh, meine Naseallergie. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ja, weil sie was reingemischt hat. Vincent liebt dieses Fest. Es ist so schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich bin seit Tagesbodenbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil in dieser Jahreszeit. Und er freut sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein riesiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Oh, man beginnt die Eiersuche. Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sie sich alle schnappt. Warte mal. Willkommen bei Eierfest, dank meiner wundervollen Hennen. Ach, der ist runtergegangen jetzt einfach, okay. Ja. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festaktivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Ah! Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Finder findet. Wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ich würde mich freuen, wenn ich das schaffe, ne? Nun denn, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen. Nummer 1. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Oh nein, wie komme ich hin? Lass mich doch dahin. 5. Da ist eins, da ist eins. Da ist eins. Sind die alle blind? Also wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, dann ist irgendwas faul da dran. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kindern dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Na? Abigail! Oh. Hier ist dein Preis, Abigail. Viel Spaß. Oh, kann ich das überhaupt gewinnen? Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Oh. Ich dachte, ich hätte gewonnen. 8. Sind doch schon viele Eier, oder? Tada! Ich wollte noch die Pastinaken schnell einsammeln. Ach nein, die wollte ich gar nicht einsammeln. No. Scheiße. Die wollte ich aufbewahren für nächstes Jahr. Aber jetzt ist ja nicht schon ein bisschen. Oh, ja. Ah, ich habe noch so viel Zeit, obwohl eigentlich nicht. Machen wir den Baum einmal.
Oh, ein Fledermausflügel, der ist bestimmt nützlich. Das noch mal schnell wegbringen. Also den werde ich bestimmt nicht weggeben. So. 300 Dinger haben wir. Dann können wir mal morgen das bauen. Das brauche ich. Gehen wir morgen nochmal in die Mine. Weiß es nicht. Mal gucken. Hi. So, gehen wir mal ins Bett. Der erste Tag ist dann vorüber. Gießkanneneffektivität, einmal Hackeneffektivität, Bienenhaus, okay. Das ist unsere Gewinde, Geschwindwachs. Bauernmahlzeit, okay. Naja, 630 haben wir verdient. Morgen, kein. Toll. Rohsalat, super. Das ist schon ne. Guten Morgen. Genau, trink du erstmal was. Badum. Ich habe eine Menge Quests jetzt. Angepflanzt tatsächlich, ja. Genau, das waren ja leider die Erdbeeren. Nein, was mache ich denn da? Oh. Oh, hält das noch aus, diese drei Pflanzen? Tatsächlich. So. Dann gehe ich heute wahrscheinlich noch mal einmal in die Mine. Dazu brauche ich nicht die Axt. Das brauche ich auf jeden Fall. Obwohl, ja, ich wollte noch die Dings da ausbauen. Und ich muss auf jeden Fall von dem Geld noch mal neue brauche ich auch. Was Neues zum Pflanzen kaufen. Draußen ist schon wieder so ein bisschen Weltuntergang bei uns. Ach so. Ja gut, dann gehe ich erst runter zum Strand, wenn ich dann hochkomme. Schön vor die Wand gelaufen. Wie im echten Leben, nein. So dramatisch ist es dann auch nicht. So, erstmal hier gucken, einmal. Einmal die Runde laufen. Leider nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr spärlich. Manchmal habe ich das Gefühl, was hier so ein bisschen was aus dem Meer herangetragen wird. So. Hier sieht es ja noch spärlicher aus. Oh, was ist das denn? Ein Seeigel geschnitten, oder? Tatsächlich. Nur ein Seeigel? Wow. Naja. Ja, großartig ist die Ausbeute nicht. Das werde ich, glaube ich, auch gleich alles bei unserem Freund verticken. Aber das ist da nicht. Ich muss nur nach oben. Dann. Obwohl, das wäre Blödsinn, wenn ich da jetzt was kaufe. Weil, oh, das ist natürlich geil.
eigentlich müsste ich Setzlinge haben. Ist der 14. Ja. So, mal Tulpen. Ich müsste eigentlich Pastinaken noch kaufen, aber da warte ich nochmal ab. Ist dir nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Ist immer noch 25. Ich weiß gar nicht, was. Ich weiß gar nicht, den nehme ich gerne mit. Hier einer an. So, mein erster. Kupfererz. Geoden würde ich auch gerne finden. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen Zufallsprinzip auch, was man hier findet. Ich glaube, wenn man richtig Pech hat, dann findet man diesen Einstieg auch gar nicht. Aber Kohle ist auch gut. Irgendwie, was auf jeden Fall mich interessiert. Da. Ich würde gerne ein paar Geoden mehr finden. Holz drin. Ja, es war heute nicht so ganz ergiebig. Ah, noch eine Gode. Na komm, einen Schrein werde ich noch können. Naja, zwei Geoden. Ne, der hat, glaube ich, nur bis 16 Uhr auf. Warte, da gehen wir mal kurz gucken auf die Karte. Genau, da sind wir leider zu spät schon für.
Was ich natürlich machen könnte, wäre noch pflanzen. Es ist gut, hin und wieder eine Pause zu machen. Was habe ich denn noch für so Quests? Vier grüne Schleim habe ich schon mit. Yeah. Mich interessieren diese doofen Pilze. Oh, kleines. Nee, hier geht es ja nur zum Spielplatz, oder? Ja, tatsächlich. Oh! Aber wir sind fleißig, würde ich sagen. Den Siegel behalte ich erstmal, weil ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. Morgen gehen wir dann zu dem Geodenmann. Ich würde gerne nochmal einen Barren machen, tatsächlich. Miesmuschel kann ich weghauen, brauche ich nicht. So, da kann ich auf jeden Fall noch mal zwei solche machen erstmal. So, was ist das denn? Ach, das waren Tulpen, ne? Muss dann aber jetzt einpflanzen. Ja, da kriege ich halt einmal kein Wasser, die werden nicht sterben. Ey, was soll das denn? Was für recht, das ist sehr gut. Ja, ich hätte es auch morgen einpflanzen können, aber ich glaube, auf den einen Tag wäre es dann auch egal geworden. Zack. Die Geoden kann ich schon mal drin lassen. Dann nehme ich mir erstmal nochmal meine Gießkanne. So. Und ab ins Bett. Gute Nacht, ja. Oh, das war aber mager. Naja, was soll's. Ich weiß nicht, wie viele Tage das sind. Ich glaube, es sind immer so 30, oder? So, mal gucken. Bitte, bitte, Regen. Auf. Lachsbärenzeit. Ah, okay, gut, schön. Bärenzeit. Oh, einer ist schon fertig. So, dann werde ich auf jeden Fall heute ein bisschen ernten. Hi. Ja, du kriegst auch dein Trinken. Also dann wissen wir ja jetzt, was wir machen, auf jeden Fall. Dann werden wir heute die Geode aufbrechen. Zwei Geoden. Und dann werden wir ganz viel Beeren sammeln. Auf dem letzten Meter.
Ja, das würde mein Kätzchen auch machen. Die Katze auch. So. Die Bäume kommen bald, ja? Nein! Naja, was soll's. Oh. Dankeschön, Papa. Was? Stein auf dem Brunnen. Na, brauche ich nicht. Evelyn. Aber alle sehr besorgt um mich. Ja, Pastinaken könnte ich nochmal anpflanzen. Geoden wollte ich noch anpflanzen. Jetzt stoppt ja gerade so ein bisschen die Zeit. Ah, Moment, ich werde es mir einmal aufschreiben. Pastinaken. Wow. Ich brauche einen freien Zettel. Also, Pastinaken. Beeren. Strand. Wollte ich nochmal absuchen. So. Und die Geode. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwas finde. Oh ja, da. Eine Lachsbeere gefunden. Juhu. Schön wäre das natürlich, wenn man das selber, glaube ich, auch so ein bisschen anbauen könnte. Ja, kann man bestimmt, oder? Hier sehe ich auf jeden Fall keine Lachsbeeren. 50, das heißt, er hat gleich offen. Aber ich gehe einmal hier den Weg, glaube ich, einmal lang. Oh, so ein Glück. Ah. Nein, lass mich dahin. Fasern, die ich nicht brauche. Erstmal. Auf jeden Fall habe ich auch tatsächlich schon so ein Auge auf diesen Rucksack tatsächlich geschmissen, damit ich so ein bisschen mehr tragen kann. Ja. So, es ist schon 10. Badam, 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 badam. Lachsbeere! Mal hier schnell nach oben. Bunny. Ah, das ist auch gut. Lauch. Hallo, wo sind denn die guten Lachsbären? Da gibt es wahrscheinlich keine mehr. Oh, jetzt bin ich wieder auf meinem. Jetzt aber hurtig Pastinaken kaufen, dann dabei kann ich auch noch nebenher Beeren einsammeln. Warte mal, ich gehe einmal kurz hier lang. Nein. Keine. Da ist aber welche. Also das finde ich halt ganz schön eigentlich an dem Spiel, dass man halt immer noch, auch wenn man jetzt total bedämlich gespielt hat, nochmal die Chance kriegt, durch sowas ein bisschen Geld zu machen. So, es ist schon 11. Langsam sollte ich echt... Nee, da muss ich nicht hin. Da kriegt man ein bisschen die Chance, Geld zu machen. Ach so, wo bin ich denn jetzt? Moment. Okay, da ist die Klinik auf jeden Fall. Und da ist dann der Spiel. Dann gehen wir jetzt wirklich erst. Nein, doch. Nee. Oh, ich lerne es nie. Kurz Pastinaken kaufen. Obwohl ich kann. Aber ich kann den verkaufen. Schon mal. So, zack. Ganz gut. Oh, da hätte ich eine Pastinaken.
20 Stück. Dankeschön. Die Bäume sehen heute schön aus, oder? Zeit in der Natur zu verbringen kann sehr erfüllend sein, ja. Ich spreche immer jeden an. Ich wünschte, Abby würde nicht so viel Zeit in ihrem Zimmer verbringen. Oh hey, du gönnst dir eine Pause von der Arbeit? Du sprichst nicht mit mir. So, auf zum Schmied. Ich hoffe... Warte mal. Was? Ja. Nee. Da bin ich gar nicht... Also da, so weit bin ich noch gar nicht, dass ich ihm irgendwie was da kaufen könnte. Alex. Das ist schon, dass ich der beste Quarterback in der Schule war. Es ist wahr. Oh, wolltest du was? Nein. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eure Quest zu Ende habe. Geht's ja zum Schmied. Der muss ja hier oben sein. Okay, da oben. Manchmal kann euch mir was merken. Oh, was ist das? Donnerei. Leben. Was ist das Donnerei? Das weiß ich noch nicht, ob ich das weggebe. Genau, und zum Strand wollte ich auf jeden Fall nochmal. Aber sind hier irgendwelche Büsche vielleicht, die ich noch mitnehmen kann? Wo ich dann nachher wieder ein bisschen mehr Geld kriege. Wobei mein Kater ist heute ein bisschen böse mit mir, muss ich sagen. Ich habe nämlich, vorhin ein bisschen Haare mit ihm gebürstet. Also von ihm gebürstet. Und das fand er nicht so doll. Katze fand das auch nicht so wunderschön. Aber was will man machen, ne? Da ist schon eine Muschel! Andere Muscheln so zufällig hier? Nein. Oh, was ist das? Nun, Stein unter dem Wasser. Okay. Muss einem ja mal gesagt werden. Oh, hier ist gar nichts, ne? Ich weiß gerade nicht, wofür ich diese 300 Holz ausgegeben habe. Dafür ist er nämlich nicht. Nichts ist, ist nämlich doof. Oh, hallo. Ich bin selbst relativ neu in der Stadt, aber ich fühle mich schon wie zu Hause. Das ist wunderschön. Ah, das macht mich wahnsinnig. Na denn. Dann werden wir mal die Pastinaken noch nachher anpflanzen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das ist jetzt zweiter oder dritter Tag. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Noch ein paar Lachsbeeren sammeln. Habe ich dir schon gesagt, dass Haley und ich Schwestern sind? Merkwürdig, nicht? Das finde ich echt merkwürdig. Die eine ist nett, die andere nicht. Würde man gar nicht so merken. Oh. Ugh, es stinkt. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen alten rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen sehen. In eine grusige Kanalluke wie diese kann nur ein großer alter rostiger Schlüssel passen. Oh. Irgendwas darin bewegt sich. Ja, natürlich. Ich stelle mich direkt in den Schmutz. Ja, ganz toll. Super. Bestimmt kriege ich da jetzt auch gleich noch eine Quest oder so. So viel zu tun. Schon vier. Ich habe alles Mögliche jetzt. So, zack. Hm.
Ach, oh, wo. Nach Hause. Nein, bleib hier, du gehörst mir. Ich würde sagen, auf jeden Fall die Ernte von diesen Lachsbären war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Könnte immer noch ein bisschen besser sein, ne? Also, natürlich. Das war schon gerade eben so ein bisschen gruselig, fand ich ja, ne? Ich kann es echt sagen. Oh, hier sind noch welche. Cool. Was ist das denn hier? Nein, mein Inventar ist voll. Ja, wer hat das gedacht? Ach, hier. Ist verschlossen. Ja, da muss ich da morgen auf jeden Fall vielleicht mal hin. Ist aber interessant, dass hier irgendwie was anbaut, oder? Nein, fall da nicht runter. Die Axt von Robin! Ja, bringe ich das morgen. Heute ist sie sowieso nicht mehr da. Ist ja cool. Naja, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Ei. Die Saat. Also, wisst ihr, was ich meine? So, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal auf meine Farm zurück. Der ja, Robin wohnt ja gar nicht hier. Das ist ja Lea, glaube ich, die hier ist, oder? Weiß ich gar nicht. So. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Ja, sieht ein bisschen gruselig aus. Hab ich mich erschrocken jetzt. Wenn ihr wieder einen Flügel fallen lässt, will ich den haben. Schon die nächste. So, muss ich noch jetzt gießen gehen. Oh, jetzt kommt wieder so eine dumme Fledermaus. Warum lernt ihr nicht daraus?
kriegen wir wohl noch hin. Ist aber arg dunkel jetzt schon. Scheiße. Komm hin. Mal gucken, ich habe jetzt so ein paar gesammelt. Wie viel die mir geben? Irgendwas ansonsten morgen. Na denn, dann würde ich sagen, ja, wir gehen jetzt. Gehen ja rein. Dann gehen wir mal schlafen. Ah, so viel geben die aber nicht.